Heute sehen wir uns an, wie du das aktuelle Datum ohne der Zeitangabe in SQL ermitteln kannst. Wenn euch dieses Video gefällt, bitte meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich darüber und jetzt viel Spaß beim Ansehen. Ich bin nun mit der Datenbank verbunden und möchte nun im ersten Schritt das aktuelle Datum. Hierzu gibt es den Befehl in SQL get date. Ich verwende diesen und erhalte nun nach Ausführung das aktuelle Datum mit der Zeitangabe. Jetzt ist es aber so, dass man häufig nur das Datum benötigt. Dazu kann man sich einer weiteren Funktion in SQL bedienen. Diese heißt cast. Dazu verwenden wir cast, geben an das Format, in diesem Fall Date, und erhalte, wie ihr seht, nun nur das aktuelle Datum. Ich habe nun unter dem Video weitere Links zu Konvertierungen und Formate, in denen ihr das Datum umwandeln könnt. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Tschüss und bis bald.